Ja, moin Leute, Smuggel am Start mit einer weiteren Folge zu Sunday Coffee mit der Smuggel. Heute zwar mal ohne Tasse, dafür wollte ich mit euch trotzdem einen ganz entspannten Sonntagstalk hinlegen und hoffe, dass ihr da Bock drauf habt. Wünsche euch schon mal einen guten Start in den Sonntag und wenn ihr noch Bock auf Overwatch habt, dann gibt es auch heute einen Stream ab 10 Uhr. Ich lag direkt nach der Gamescom ein bisschen flach, das bedeutet, ich brauchte echt einige Tage, um mich wieder auszukurieren. Das ist jetzt wesentlich besser auf jeden Fall, wie ihr auch schon an meiner Stimme hören könnt. Und ich wollte mit euch so ein bisschen darüber sprechen. Ich meine, ich habe sehr viel Zeit tatsächlich damit verbracht zu filmen. Am Ende ist nicht unglaublich viel Content bei rausgekommen. Ihr habt ja alle das eine Video vielleicht sogar gesehen, wo ich im Legion Café war und die anderen Sachen, die ich dort an den ersten Tagen getan habe. Irgendwie hat mir so ein bisschen die Footage am Ende dann doch gefehlt, um dann ein richtig geiles Gamescom-Video draus zu machen, weil du bist halt einfach, du rennst die ganze Zeit von A nach B. Und deswegen dachte ich, dass ich euch einfach so ein bisschen mitnehme und euch so ein bisschen erzähle, was eigentlich die Tage so lief die ganze Zeit. Und klar, das Highlight war auf jeden Fall am Donnerstag und am Freitag waren definitiv die Showmatches. Gleich geht's mit den Vorbereitungen los für das zweite Showmatch am Freitag. Wir sind schon wieder richtig hyped, wir freuen uns richtig dolle. Gleich werden die ganzen YouTuber kommen und dann wird es nochmal so ein paar Absprachen geben, wie wir es heute anstellen, welche Map wir zuerst spielen und alles. Und dann geht es im Endeffekt los. Also es ist schon wieder Full House, die Leute sind schon wieder richtig am Ausrasten. Wir haben gerade schon andere Showmatches zu anderen Games von Blizzard. Es ist halt einfach super, super episch. Alleine schon hinten so im Backstage-Bereich sitzen zu können und es halt einfach mitzubekommen, wie draußen die Party abgeht und du weißt ganz genau, Alter, in 45 Minuten stehst du da vorne und hast wieder die pure Gänsehaut. Es ist wirklich ein sehr cooles Gefühl und ich freue mich drauf. Heute habe ich sogar noch mehr Energie als gestern und wir werden richtig auf die Kacke hauen. Ich werde euch den Stream nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das angucken und könnt sehr, sehr gerne Feedback da lassen. Vielleicht war der eine oder andere vielleicht schon von euch vor Ort und hat das live gesehen. Könnt ihr es mir sehr gerne mitteilen. Ich würde sagen, gleich geht's los, ja. Wir sollen uns zusammensetzen im Team. Also Teams? Schade. Die Stimmung war Bombe. Donnerstag war schon die Note. Wenn wir Noten vergeben würden, würde ich sagen, Donnerstag war die Note 2 und Freitag auf jeden Fall 1 mit einem Sternchen und einem Plus hinten dran. Denn die Stimmung war mördermäßig. Absolut geil. Hat richtig Bock gemacht, da auf der Bühne wieder zu sein. Genau wie letztes Jahr auch schon, muss ich echt sagen. Also es war ein absolutes Highlight für mich wieder. Am Sonntag hatte ich dann noch einen Talk ab 14 Uhr bei Spieletipps, wo wir so ein bisschen über Overwatch gesprochen haben. Die lustigste Frage war dann aber auch wirklich am Ende so von wegen so, jo, was ist das eigentlich für ein Spiel? Und dann dachte ich mir, okay, ich sollte jetzt die Tipps geben, um im Rang aufzusteigen. So, wenn du noch keine Ahnung hast von dem Spiel, kann ich dir auch gerne das erklären. Hast du dann halt einfach improvisiert. Aber das hat man schon ganz gut hinbekommen, war auch gut. Gab auch positives Feedback, von daher alles super. Im Endeffekt sah jeder Tag gleich aus. Ich bin morgens hingefahren, habe so viel wie möglich gefilmt, habe versucht, Dinge anzuzocken, aber das ist echt, konntest du richtig knicken. Wenn Mittwoch schon mega voll war, ja, dann kannst du dir vorstellen, wie es Donnerstag bis Sonntag aussah. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da waren, aber ihr könnt gerne mal sagen, wie ihr es so ab, wie es für euch so war dort direkt vor Ort. Ich hatte sogar ein VIP-Ticket, wo ich dann zu der EA Arena gegangen bin, um dann Battlefield anzuzocken, tatsächlich. Und dann stand ich da so und dachte so, jo, kann ich jetzt, ist es hier wirklich die Schlange jetzt gerade? Also ich habe ein VIP-Ticket. Ja, ja, sie stehen richtig. Dann gucke ich so links, ab hier noch 2 Stunden. Ich dachte mir so, what the hell, was wollt ihr mir gerade erzählen? Das heißt, der Andrang war riesig. Vielleicht geht's los zum Overwatch-Zocken. Steffen, bist du bereit? Steffen? Bist du bereit? Jawohl, ich bin bereit. Was für einen Helden soll ich spielen? Was muss man mit dem machen? Irgendeinen Helden, damit du richtig rasierst, damit das Video gut aussieht. Okay, ich spiele McCree, den habe ich schon mal geübt. Okay, perfekt, auf jeden Fall. Ich freue mich richtig dolle. Es ist halt einfach ultra voll. Also man kann echt sagen, was man will, aber Overwatch und Heroes, WoW muss ich mir noch angucken, da kann ich noch nichts zu sagen, aber es ist halt einfach, es ist GG einfach. Guckt euch das an. Und da ist auch der krasse Dude, das ist mein Talentmanager. Sag mal Hallo bitte ganz kurz. Ja, auf jeden Fall top. Ansonsten gab es dann noch einen Twitch-Partner-Summit, wo ich super coole Sachen auch gesehen habe, mich mit den Leuten unterhalten habe. Da war es mit Essen, mit allem drum und dran. Also es war wirklich eine coole Sache. Durchzudrehen!
antesten ist halt fast unmöglich, es sei denn, der Entwickler lädt dich ein. Und wenn du halt als normaler Zuschauer hingehst, was halt die meisten Leute halt auch einfach sind, die halt auch was sehen und auch zocken wollen, musst du dich teilweise mit 4 bis 6 Stunden begnügen, um dann eben diesen Titel anzuzocken. Was mitgenommen. Ich habe für mich ein paar coole Projekte, die ich so im Kopf schon so konstruiere, auch was neue Titel angeht, und da zählt Battleride auf jeden Fall dazu. Wir hatten kurzen Kontakt zu den Entwicklern, wir haben auch die Möglichkeit bald zu zocken. Das bedeutet, dass wir da richtig loslegen können, und da ist vielleicht der ein oder andere von euch auch drunter, der sagt, okay, Battleride würde mich auf jeden Fall interessieren. Könnt Ende September die ersten Videos von mir zu diesem Titel erwarten, und Overwatch, das wollte ich auch an der Stelle nochmal sagen, wird auf jeden Fall wieder ein bisschen vermehrt abgehen bei mir. Es ist gerade so eine kleine Pause. Heroes hat mich gerade richtig dolle gepackt. Macht mir einfach super viel Spaß, noch die letzten Tage zu nutzen, um halt mich wirklich hochzuspielen. Es ist richtig cool. Also das feiere ich halt wirklich und macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Und Overwatch ist gerade so zwischen beiden Seasons. Quick Match wird halt alles gespielt, was man irgendwie gerade, worauf man so Bock hat. Das kann mal lustig sein, aber wenn du halt mit Leuten spielst, die irgendwelche lustigen Dinge gerade ausprobieren wollen, und du denkst dir nur so, yo, was soll ich jetzt hier machen in dieser Runde? Nicht ganz so cool. Deswegen freue ich mich auf die Season Nummer 2. Da wird getryhardet des Todes. Da könnt ihr wieder ordentlich Tryhard-Action Guides wahrscheinlich auch erwarten. Da freue ich mich sehr drauf, von daher, es wird einfach weitergehen. Und ich nehme die Gamescom dieses Jahr halt als einfach wieder als Möglichkeit, viele auch tatsächlich, wo ich mich riesig drüber gefreut habe, von euch kennenzulernen. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr da so Bock drauf habt. Dafür gibt es definitiv den Daumen hoch von mir, weil ich mich sehr gefreut habe persönlich. Kann man auf jeden Fall mal machen, und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Also Dankeschön dafür. Damit sind wir auch schon durch. Ich wollte euch nur ein kurzes Update geben. Heute, wie gesagt, oder jetzt gerade, während ihr dieses Video guckt vielleicht, läuft noch der Stream von 10 bis 14 Uhr, wird's Overwatch Quick Matches geben, gemeinsam mit euch. Das heißt, ich lade euch ein, ihr könnt mitzocken, wir haben ein bisschen Spaß, und damit sind wir durch. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, egal ob wir uns heute noch im Stream sehen oder nicht, selbstverständlich. Und dann ansonsten bis zum Dienstag, zum nächsten Video. Haut den Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Stay tuned, das war Smoogle, und wir sehen uns in der nächsten Episode. Yeah.